Gegen Jahresende haben sich bei mir die neuen Uhren bzw. die Uhreneingänge gehäuft. Und so kommt nun mein drittes Video, One Week on the Wrist, mit der Sportuhr von Laco, der Laco Atlantic. Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Innerhalb von kurzer Zeit ist dies nur mein zweites Video, One Week on the Wrist, mit der Laco Sportuhr, Laco Atlantic, blauer Zeiger, blaue Akzente auf der Lünette und auf dem Ziffernblatt. Eine tolle Uhr, die aber, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, auch ihre Schwächen hat. Wir haben Montagmorgen, es ist 7 Uhr, wir haben leichten Regen und ich bin mit meinem Hund im Feld. Der erste Tag einer neuen Woche, One Week on the Wrist. Eine für mich neue Uhr, ein Neuzugang, eine Sportuhr von Laco, die Atlantic, mit blauen Zeigern und blauen Akzenten auf der Lünette. Mit etwas Wehmut habe ich die Guinan Flight Engineer abgelegt und es beginnt die Woche mit meiner neuen Laco. Ja, Montag, erster Tag, Laco am Arm, der Tag geht vorüber und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe eine Schwäche bei der Uhr entdeckt, die ich so extrem nicht vermutet hätte, die mich aber schon heute echt genervt hat. Und zwar durch den blauen Sekundenzeiger. Ich zeige euch das mal. Ja, ich glaube, in dieser Einstellung kommt das ganz gut rüber, weil die Uhr im Schatten liegt. Ist der Kontrast im Zwielicht echt mies. Ich kann das nicht anders sagen, ich kann es auch nicht schön reden. Das ist wirklich eine Uhr für Sommer, Schwimmbad, Strand, aber nicht für halbgares Licht, nicht für Zwielicht. Im Dunkeln ist die Leuchtmasse ausreichend, ich kann die Uhr gut ablesen, aber genau das Licht, wenn die weißen Zeiger oder die Zeiger insgesamt noch nicht wirklich leuchten, aber der Kontrast auf dem Ziffernblatt nachlässt, ist nicht die Umgebung für diese Uhr. Und ich hoffe, dass ich die Woche durchhalte, denn ihr wisst, Ablesbarkeit ist mir extrem wichtig. Und die ist bei dieser Uhr, gerade im Winter mit wenig Tageslicht, wirklich nicht immer gegeben. Und das hat mich heute am ersten Tag schon so richtig genervt. Wir haben Dienstag, Tag 2, meine eine Woche am Arm. Mit der Laco Atlantic. Ich bin wirklich sehr versöhnt in gewisser Art und Weise, weil die Nachtablesbarkeit trotz des blauen Zeigers sehr gut war. Ich habe das Armband gewechselt, wie ihr sehen könnt. Das Silikon-NATO war nicht so ganz mein Ding. Hier habe ich ein blaues Camouflage-Stoff-NATO und das trägt sich deutlich angenehmer. Ja, gleich habe ich eine Telefonkonferenz mit Singapur, melde mich heute bei Tag nochmal. Wie gesagt, ich bin etwas versöhnt mit der Uhr, auch wenn im Halbdunkeln die Uhr leider nicht wirklich gut ablesbar ist. Ja, das ist mein blaues Camouflage-NATO-Band, was, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut zu der Uhr passt. Und vielleicht kommt im Laufe der Woche noch mal das Stahlband dann, aber das hier ist so eine Sommerkombination, wie ich sie mir wirklich gut vorstellen kann. Tag 2, Dienstagabend und ich muss ganz ehrlich sagen, selten bin ich bei einer Uhr so hin und her gerissen gewesen wie bei der Laco Atlantic. Ich halte es nach wie vor für eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Uhr, aber sie fühlt sich im Dezember bei Temperaturen um die 0 Grad und Bodenfrost am Abend irgendwie falsch an. Sie fühlt sich irgendwie an wie
Glühwein Mitte August am Mittelmeer oder irgendetwas in dieser Art, nur eben andersrum. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich blende euch ein paar Bilder zu dieser tollen Uhr ein. Ich werde vielleicht morgen oder übermorgen nochmal auf das Stahlband wechseln. Vielleicht geht es dann besser. Die Ablesbarkeit im Zwielicht ist nicht besser geworden. Aber insgesamt, wenn die Lichtverhältnisse stimmen, eine wirklich tolle Uhr. Aber unter dem Strich für mich eher Spielzeug als Werkzeug. Wir haben Mittwochmorgen, es ist der dritte Tag, eine Woche am Arm. Meine Laco Atlantic ist nach wie vor am Arm und sie trägt sich sehr angenehm. Ich konnte sie wieder die Nacht lesen. Sie geht mit zwischen plus 3 und plus 4 Sekunden, was ich sehr, sehr gut finde und mir absolut ausreichend genau ist. Mein Statement von gestern Abend hat sich nicht geändert. Ich denke, ich werde heute noch mal auf das Stahlband wechseln und hoffe, dass ich die ganze Woche durchhalte. Heute über Tag werde ich euch noch mal ein paar Aufnahmen zum Stahlband, insbesondere der Schließe, zeigen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Es ist Mittwochabend, der dritte Tag. Ich habe die Laco noch am Arm, habe aber wieder aufs Stahlband gewechselt, weil das andere war mir dann doch etwas zu sommerlich. Und beim Stahlband ist mir dann auch etwas aufgefallen, was ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Bereich, wo das Endstück am Stahlband ist, hier fest mit dem Band verbunden. Das heißt, das Endstück wird nicht durch den Federsteg gehalten, was ich persönlich sehr angenehm finde, denn dann kann das Endstück auch bei der Montage nicht verloren gehen. Wirklich sehr angenehm, wenn man nicht so geschickt ist wie ich. Die Schließe selber ist einfach, aber funktional und vor allen Dingen mit einem für mich idealen Druckpunkt ausgestattet. Sie hält immer gut, ohne viel Kraft aufzuwenden. Die Tauchverlängerung ist ebenfalls einfach, aber sie funktioniert. Der Endlink ist sehr passgenau und da wackelt auch nicht sehr viel. Ja, das finde ich insgesamt alles wirklich sehr, sehr schön und ich freue mich darüber, dass das so gut funktioniert bei der Uhr. Ich habe mir aber noch etwas anderes angeschaut und auch das würde ich euch gerne im Bild zeigen. Und zwar geht es dabei um die von mir beschriebene schlechte Ablesbarkeit bei entsprechenden Lichtbedingungen. Ich bin hier um 14:45 bei mir im Wohnzimmer und drehe mich einfach mit dem Rücken ins Licht, dass ich in meinem eigenen Schatten stehe. Es ist also weder Nacht noch extra abgedunkelt und ihr könnt sehen, dass die Ablesbarkeit des blauen Minutenzeigers im Schatten wirklich sehr stark eingeschränkt ist und nur in der Sonne wirklich gut funktioniert. Das hat mich überrascht. Die Leuchtmasse ist noch nicht ins Leuchten gekommen bei dieser Aufnahme. Das ist also wirklich noch Tageslicht, auch wenn das auf dem Video etwas anders erscheinen mag. Ja, das waren zwei Sachen, die ich euch unbedingt zeigen wollte und ich warte jetzt darauf, dass Borussia Madrid schlägt und in der Champions League bleibt. Bis morgen. Wir haben Donnerstagmorgen, ungefähr 10 vor 8. Meine Laco ist noch am Arm. Ich habe gerade mal geprüft, seit Montag, wo ich die Uhr angelegt habe, hat sie 14 Sekunden gewonnen. Also plus 14 Sekunden in jetzt 4 Tagen finde ich absolut in Ordnung. Ich werde mir heute über Tag noch einmal meine allererste Vorstellung angucken zu der Laco, die ich euch hier oben übrigens auch verlinkt habe, um zu schauen, ob sich in meiner allerersten Einschätzung im Vergleich zu heute etwas geändert hat. Ich erinnere mich noch, dass ich in der ersten Vorstellung die sehr scharfkantige Lünette angesprochen habe. Im Alltag hat sie mich gar nicht so sehr gestört, wie ich gedacht habe. Alles andere werde ich euch heute Abend noch einmal genauer erläutern und darauf zurückkommen, was ich in der ersten Vorstellung so angesprochen hatte. Wir haben Donnerstag. Ich habe meine Laco selbstverständlich am Arm. Wir haben ungefähr 11:30, habe gerade eine Dusche genommen und fühle mich jetzt frisch genug, die letzten Videoaufnahmen zu machen. Ich hatte ja gesagt, ich möchte auf einige Sachen eingehen, die ich im ersten Review einer Laco Sportuhr gemacht habe. Und das tue ich jetzt. Was mich immer noch überrascht, die Laco läuft konstant mit plus 3, plus 4 Sekunden, was mir sehr entgegenkommt und ich wirklich gut finde. Zum einen muss ich sagen, blau ist meine Lieblingsfarbe und so mit viel Licht sieht die Uhr wirklich grandios aus.
Ich finde es absolut super und bin echt hin und her gerissen. In meinem ersten Review hatte ich einige Sachen angesprochen. Zum einen die Krone, und die finde ich nach wie vor gut gemacht, weil es eine vom Durchmesser her ziemlich große Krone ist, die aber nicht sehr weit raussteht, was die Bedienung einfach macht und trotzdem stört die Krone nicht. Finde ich klasse. Einen weiteren Punkt, den ich angesprochen hatte, war die doch vergleichsweise scharfkantige Lünette. Die ist auch weiterhin sehr scharfkantig, auch bei dieser Uhr. Ein extrem guter Griff, aber entgegen meinen Befürchtungen führt es nicht dazu, dass sich die Lünette von selber verstellt, weil sie sich in der Kleidung verhakt oder aber zumindest nach den ersten Tagen die Kleidung aufkratzt. Insofern bin ich da beruhigt und finde das wirklich gut. Wir haben Freitagmorgen, ich habe noch nicht geschlafen. Meine Lako, wie ihr erahnen könnt, ist noch am Arm. Es ist nach 9, ich muss jetzt ein kleines bisschen Gas geben, um einen Tag zu schaffen. Die Uhr läuft seit Montag mit plus 18 Sekunden, was für mich ein absolut akzeptabler Wert ist. Ja, so viel zur Lako und ach, zu meinem Problem, weil der Hund zieht wie blöd und ich wackel hier rum. Ja, ich muss natürlich auch etwas für Weihnachten vorbereiten, deswegen wird das heute kein so später zweiter Shot. Ich habe meine Lako Atlantik immer noch am Arm. Ich wollte euch nur kurz sagen, es gibt so einige Aufnahmen über den Tag, die ich lieber mache und andere, die ich nicht so gerne mache. Nicht so gerne sind die Aufnahmen morgens zwischen 6 und 7. Das ist eine Zeit, die kenne ich bestenfalls, wenn ich die Nacht durchgemacht habe, aber nicht so gerne, wenn ich um die Zeit aufgestanden bin. Insofern ist das wirklich ein Service für euch. Was ich wirklich sehr gerne mache, sind Aufnahmen wie die jetzt die Zeit schon läuft. Das macht mir richtig Spaß und das ist auch wirklich mehr so mein persönliches Leben als das Frühaufstehen. Ja, 2 Tage muss ich noch mit der Lako durchhalten. Durchhalten ist jetzt wirklich nicht so negativ gemeint. Nur im Winter ist sie halt unpraktisch. Ich freue mich auf den Sommer mit der Uhr, ob da mein Eindruck ein anderer sein wird. Wir haben Samstagmorgen. Gleich geht es los, die allerersten Weihnachtsbesuche zu machen. Meine Lako ist selbstverständlich noch am Arm. Wir haben dieses Jahr die Weihnachtsbesuche etwas entzerrt, damit wir nicht mit zu vielen Familien gleichzeitig sind und haben auch über der Hälfte der Freunde und Familie abgesagt. Naja, mal schauen, was draus wird. Gleich geht es los und natürlich mit der Lako. Es ist Samstag, 11 Uhr. Ich bin auf meiner letzten Hunderunde. Meine Lako ist noch am Arm. Wir hatten ein wunderschönes vorgezogenes Weihnachtsdinner mit meinen Eltern und es war ein komischer Tag, ein komisches Wochenende, weil ich nur mit einer Uhr verreist bin und nicht wie üblich mit 2 oder 3. Tag 7, es ist Sonntagmorgen, es regnet und ich bin seit ungefähr 7 Uhr mit dem Hund raus. Meine Lako ist noch am Arm und ich freue mich drauf, heute Abend auf eine andere Uhr wechseln zu können. Ein Nachbar sagte mir, ein Paket ist angekommen. Dabei kann es sich eigentlich nur um die Turbi-Uhren handeln für meine nächsten Reviews. Ich werde euch heute Abend das kurz zeigen und auf dem Laufenden halten. Und heute Abend wird es noch ein Fazit geben zu meiner Lako. Und dann geht es mit Reviews weiter und auch noch mit einem anderen eine Woche Tragetest in diesem Jahr. Wir haben Sonntag, es ist 12:30 in der Nacht. Meine Woche Tragetest ist vorbei, Zeit eine Zusammenfassung zu geben. Die Lako ist eine tolle Uhr, die Lako Atlantik. Ich liebe das Blau, wirklich super klasse, macht mir richtig Spaß, aber eben nur, wenn ausreichend Licht herrscht. Im Dunkeln ist die Uhr ausreichend gut und lange abzulesen, nicht überragend, aber wirklich absolut ausreichend. Bei Schummerlicht, bei Dämmerlicht im Schatten, gerade jetzt im Winter, wenn das Licht nicht so besonders hell ist, ist die Uhr sehr, sehr schwierig für mich. Ich freue mich drauf, sie einmal im Sommer zu testen und zu schauen, wie sich die Uhr dann tatsächlich im Sommer als Strand- oder Schwimmbaduhr verhält. Die Ganggenauigkeit war wirklich sehr gut, konstant über die Woche im Schnitt bei plus 4 Sekunden mit sehr geringen Abweichungen. Alles in allem angenehm am Arm, gut zu tragen, stabil, schöne Größe.
nicht unangenehm, keine scharfen Kanten, wirklich sauber verarbeitet. Ich kann da nicht meckern, abgesehen von der Ablesbarkeit. Jetzt würde ich euch gerne noch einen kurzen Teaser geben, eine kurze Vorschau über das, was kommt, weil am Samstag ist ein Paket von Tobi angekommen und ich möchte euch gerne neugierig machen, indem ich euch zeige, welche Uhren von Tobi in den nächsten Wochen bei mir im Review zu sehen sein werden. Ja, ich hoffe, das hat euch neugierig gemacht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne Kommentare da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Axel.